Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gibt es erstens was zu gewinnen und zweitens möchte ich dir eine neue Kamera vorstellen. Und das ist die Insta360 One X. Diese Kamera gibt es schon ein bisschen länger, jetzt schon ein paar Monate auf dem Markt. Trotzdem möchte ich sie dir heute mal vorstellen. Du kannst diese Kamera auch gewinnen. Dazu musst du einfach nur einen Kommentar unten posten und meinen Kanal abonnieren. Und zwar musst du einfach unten reinschreiben, dass du diese Kamera gewinnen möchtest. Dann bist du automatisch in der Verlosung mit dabei. Und ich möchte dir in diesem Video diese Kamera ein bisschen genauer vorstellen. Ich möchte dir mal so ein paar Möglichkeiten zeigen, die man damit hat. Denn es sind doch eine ganze Menge. Man glaubt es am Anfang vielleicht gar nicht so sehr. Und ich war selber davon sehr überrascht. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Das ist die Kamera, um die es geht. Das ist die Insta360 One X. Von der Größe her relativ kompakt, muss ich sagen. Also jetzt mal zum Vergleich, das ist jetzt hier mein Handy nebendran. Das ist das iPhone SE, das hat die Größe von dem iPhone 5. Ja? Also nur mal so am Rande, es ist wirklich relativ kompakt, diese Kamera. Und sie hat typischerweise für eine 360-Grad-Kamera zwei Linsen. Auf beiden Seiten jeweils eine, die jeweils 200 Grad Blickfeld hat. Und diese 200 Grad Blickfeld sind auch nötig. Wenn sie nur 180 haben, wird es relativ eng, das dann am Ende zusammen zu stitchen. Deswegen hat man so eine kleine Überlagerung in dem Bild drin und die Kamera stitcht das Ganze dann automatisch zusammen. An sich ist die Kamera relativ einfach aufgebaut. Ich kann es jetzt hier auch noch mal ein bisschen genauer zeigen. Du hast oben, wie gesagt, die Linse. Dann hast du darunter ein kleines, rundes Display. Und da nochmal zwei Knöpfe. Einmal ein Power-Knopf und einmal ein Aufnahmeknopf. Du kannst da natürlich auch noch ins Menü reingehen und so weiter. Aber ansonsten ist das jetzt tatsächlich alles, was man braucht, um diese Kamera zu bedienen. Und wir haben jetzt hier unten noch so einen kleinen Schaft, wo man eine Micro-SD-Karte reinsteckt. Dann kann man hier noch das Stativ dran machen. Und wir haben auf der Seite einen Micro-USB-Eingang und auf der Seite den Batterieschaft, ja, wo man jetzt hier Batterien reinmachen kann. Das Tolle ist, man kann Batterien austauschen. Das bedeutet, du kannst mehrere Batterien kaufen, ähnlich wie bei einer GoPro. Das heißt, du kannst wirklich auch viel fotografieren bzw. filmen damit und bist nicht auf eine Batterieladung begrenzt. Warum braucht man eigentlich eine 360-Grad-Kamera? Habe ich mich am Anfang auch gefragt und jetzt habe ich mal so ein bisschen damit rumprobiert und sie ist schon echt cool und man kann damit schon Sachen machen, die man mit anderen Kameras halt nicht machen kann. Man kennt natürlich diese Effekte mit diesem Little Planet und so weiter, kann man alles machen, bin ich ehrlich gesagt nicht so der größte Freund von. Ja, es ist mal ein ganz nettes Gimmick, aber nach ein, zwei Mal ist das halt auch wieder ausgelutscht für mich persönlich. Aber man kann zum Beispiel andere Sachen machen. Man kann eine Kameraverfolgung machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einmal mit meinem Quad einmal an der Kamera vorbeifahre, kann ich im Nachhinein den Bildausschnitt immer mitziehen. Dafür bräuchte ich normalerweise eigentlich einen Kameramann. In dem Fall nehme ich einfach die 360-Grad-Kamera, fahre einmal dran vorbei und mache den Videoschnitt dann selber. Und das sind schon Sachen, da bräuchte man normalerweise eigentlich einen Kameramann für. In dem Fall einfach diese Kamera. Es ist irgendwie ganz cool, auch zu vloggen damit, habe ich festgestellt. Also ich habe mir diese Kamera einfach mal genommen und bin damit losgelaufen. Und das Tolle ja an so einer 360-Grad-Kameras ist, dass sie immer alles aufnimmt. Das heißt, alles, was hinter mir passiert, alles, was vor mir passiert. Und wenn ich die jetzt einfach so vor mein Gesicht halte und vlogge, dann kann ich theoretisch in die Kamera sprechen. Man sieht aber auch gleichzeitig, was vor mir passiert. Ich muss dann einfach nur später in der Software den richtigen Bildausschnitt wählen. Kommen wir mal zu ein paar technischen Details. Die Kamera nimmt in 5,7K auf. Das ist auch notwendig, wenn man am Ende im finalen Bildausschnitt etwas mehr als Full HD haben möchte. Das Tolle ist jetzt aber wirklich, diese Kamera ist einer der ersten Kameras im 360-Grad-Bereich, die im bezahlbaren Bereich liegt, die so hohe Auflösung hat. Das bedeutet, wir haben jetzt hier wirklich die Möglichkeit, dann ein Full-HD-Bild daraus zu bekommen. Bei älteren Kameras war das noch nicht der Fall. Jetzt hier besteht diese Möglichkeit und das ist schon eine coole Sache. Im Fotobereich 18 Megapixel, könnte ein bisschen mehr sein. Es ist auch eher auf Video ausgelegt, muss ich dazu sagen. Also der Fotobereich ist auch ganz witzig, aber tatsächlich ist das richtig spannende Erlebnis eigentlich der Videobereich. Wir haben im Fotobereich auch die Möglichkeit, HDR-Fotos aufzunehmen. Bedeutet, wenn ich jetzt 360 Grad aufnehme, dann habe ich ja immer das Problem, dass auf der einen Seite irgendwo die Sonne ist, auf der anderen Seite irgendwo haben wir auch Schattenbereiche. Und durch die Möglichkeit, HDR-Aufnahmen zu machen, kann die Kamera trotzdem wirklich überall Details anzeigen, was natürlich sehr, sehr sinnvoll ist. Zu der Kamera dazu kann man sich noch einen Selfie-Stick besorgen, und zwar einen sehr speziellen Selfie-Stick, der nämlich
wird komplett von der Software automatisch ausgeblendet. Ich zeige dir das jetzt mal in diesem Video. Hier siehst du, dass man den Selfie-Stick nicht sieht. Das einzig Merkwürdige so ein bisschen ist natürlich die Handhaltung jetzt von mir, denn natürlich muss ich diesen Selfie-Stick festhalten. Dementsprechend sieht die Handhaltung ein bisschen komisch aus, aber den Stick selber, den sieht man überhaupt nicht mehr. Und das ist eine Eigenschaft, die ich richtig toll finde, dass man hier tatsächlich die Möglichkeit hat, ja, wie so eine Art fliegende Kamera vor sich zu haben, ohne dass man wirklich weiß, wer die jetzt eigentlich festhält. Man muss das natürlich so ein bisschen strategisch klug anstellen, damit man nicht unbedingt jetzt direkt an meiner Hand sieht, dass ich jetzt hier eigentlich gerade was festhalte. Also man muss da immer so ein bisschen gucken, wie man die Kamera am besten ausrichtet. Natürlich hat die Kamera auch noch andere Features, zum Beispiel Slow Motion. Dafür müsste ich dann die Auflösung etwas herunterregeln, aber ich kann bis zu 100 Frames pro Sekunde damit aufnehmen. Also man kann damit super Slow Motion aufnehmen. Außerdem hat sie eine super Stabilisierung drin. Die kann man auch im Nachhinein erst einschalten. Das ist auch eine echt interessante Sache. Das heißt, wenn ich das irgendwann mal vergesse, die zu aktivieren, dann kann ich später in der Nachbearbeitung diese Stabilisierung einschalten. Die Kamera nimmt das automatisch mit auf. Das ist echt eine tolle Sache. Also selbst wenn man mal was vergisst im Vorhinein, kann man das im Nachhinein noch wieder reinarbeiten. Und ich muss dazu sagen, dass mich diese Stabilisierung auch echt überrascht hat. Also das ist wirklich eine richtig gute Stabilisierung. Man sieht eigentlich so gut wie keine Wackler in dieser Kamera. Und das in der heutigen Zeit mit einer 360-Grad-Kamera ist schon echt cool. Außerdem ist es möglich, damit eine Art Hyperlapse zu erstellen und dann in der Videobearbeitung immer hin und her zu switchen zwischen Hyperlapse und Slow Motion. Und das ist natürlich ein cooler Effekt, wenn man eine Slow Motion mit einer Hyperlapse kombiniert und das immer wieder abwechselt und dabei noch den Bildausschnitt ändern kann. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und die kann man, wenn man die mal alle ausschöpft, richtig toll zu einem tollen Video kombinieren. Jetzt stellst du dir natürlich noch die Frage, was soll diese Kamera eigentlich kosten? Aktuell liegt sie bei 439 Euro, aber je nachdem, wann du dieses Video siehst, wenn du es am Tag des Releases siehst, morgen und übermorgen, also am 15. und 16. Juli 2019, gibt es die Amazon Prime Days und da gibt es 15% Rabatt auf diese Kamera. Das heißt, dann bist du bei 390 Euro ungefähr. Also da kann man schon noch mal ein bisschen was sparen. Ansonsten, der Selfie-Stick ist leider nicht mit dabei. Den müsste man sich leider auch mal extra kaufen. Aber dann sind die beiden Prime Days vielleicht genau das Richtige für dich, wenn du dich für diese Kamera interessierst. Den Link zur Amazon-Seite habe ich dir unten in die Videobeschreibung gepackt. Also, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und natürlich nicht vergessen, du kannst diese Kamera gewinnen. Was du dafür tun musst, wie gesagt, einfach nur unten einen Kommentar schreiben, dass du die Kamera gewinnen möchtest und den Kanal abonnieren. Und dann bist du automatisch in der Verlosung mit dabei. Ich wünsche dir dabei ganz viel Glück und ich wünsche dir auch weiterhin ganz viel Spaß mit der Fotografie und der Bildbearbeitung. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.